Bei Late Night Berlin fragen wir jede Woche Gäste für Interviews oder Studioaktionen an. Diese Anfragen richten wir aber nicht direkt an die Promis, sondern an deren Managements und Promoter. Die überlegen dann, ob die Idee zu ihrem Star passt und ob er zu uns kommt. Und dazu braucht es eben vertrauensvolle Leute. Und da sehen wir schon zu meiner Linken Katharina Karg. Was machst du genau? Was ist dein Job bei uns? Die Gästeakquise. Also du denkst dir irgendwas Witziges aus. Ja. Und ich suche dann den entsprechenden Gast dazu. Und dann kommen die halt. Ja? Und du bist hier als Sachverständige, damit das auch ordentlich abläuft. Und du hast die Nummern rausgerückt. Und jetzt können wir da überall anrufen. Denn ich hatte eine Idee. Was wäre, wenn meine Mitarbeiter bei Managements von Künstlern anrufen müssen und keine gute Aktion vorschlagen, sondern irgendwelchen peinlichen Blödsinn? Wie zum Beispiel, dass man sagt, wir hätten gerne Helene Fischer bei uns in der Sendung und die soll aber in der Badewanne voller Mayonnaise liegen und die soll atemlos durch die Nacht singen, aber zum Beispiel nur in Affenlauten. Tut mir so leid, es tut mir so leid. Tut dir das wirklich leid oder ist das nur ernsthaft, peinlich? Mir tut es dir leid oder ist es dir nur peinlich? Beides, das sind zwei unterschiedliche beides. Paar Schuhe. Also mir ist es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich kann auch schon überhaupt nicht mehr atmen. Aber die tun mir auch leid halt. Wir haben hier Jennifer. Pass auf, wir rufen jetzt bei Management an von HP Baxter, von Scooter. Du rufst jetzt bei Management an und fragst, ob es nicht möglich wäre, dass wir ein Interview machen, aber während des Interviews liegt HP in einem Katzenkörbchen und ist auch als Katze verkleidet. Und statt antworten, muss er in der jeweiligen Emotion miauen. Also wenn ich sage, wie kamt ihr auf den Bandnamen, sagt er, miau. Okay. Oder ich sage, macht so ein Scooter-Konzert eigentlich Spaß? Miau, miau. Mhm. Ja. Hallo, hier ist Jennifer von Late Night Berlin. Hi. Pass auf, ich habe eine Anfrage für einen Talk mit Klaas. Wir wollen ein paar ungewöhnlichere Ideen im Moment ausprobieren und würden gerne ein Interview mit HP drehen, wo er statt normal zu antworten, miauend antwortet, wie eine Katze. HP sollte dabei in einem überdimensionalen Katzenkörbchen liegen. Auch als Katze verkleidet. Also, und auch als Katze verkleidet. Okay. Mach mal vor. Also HP hat nichts anderes zu tun, außer verkleidet als Katze in diesem Katzenkörbchen zu liegen und zu miauen. Miau. Okay, habe ich verstanden. Ich werde das mal in die Runde werfen. Ja, wie schätzt du denn die Chance ein, dass er das machen würde? Ich weiß es nicht. Okay. Ich melde mich bei dir. Ja, danke. Tschüss. Warum ist denn jetzt auf einmal gar nicht so eine gelöste Stimmung? Kann ich gehen? Ja, du kannst gehen. Okay, gut, tschüss, Jennifer, das hat mir Spaß gemacht mit dir. Ja. So, der nächste ist Max. Komm mal eben, Max. So, Max, du bist im Bilde, was wir hier machen? Ich hab's schon gehört, ja. Ja. Jetzt sind wir dran, eine Anfrage zu stellen an das Management von Steff von Silbermond. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Wir würden im Rahmen einer Show einen Sketch spielen. Also wir hätten einen Pappaufsteller von Michael Wendler da, nur da, wo der Popo wäre, ist praktisch ein Loch. Nein. Und dann würde sie ihr Kopf durchstecken. Und ich würde ihr dann Fragen stellen, zum Beispiel, was ist dein Lieblingsparfum? Und der Popo würde sagen, Popo Chanel. Ja, okay, so. Gibst du die Nummer bitte einmal? Hi, hier ist Max von Late Night Berlin. Hi, grüß dich. Hi, ich habe deine Nummer von Cutter bekommen. Mhm. Und wir hatten da eine relativ interessante Idee für Steff von Silbermond. Yeah. Ja. Und zwar müssen wir so ein bisschen umdenken und wollen jetzt auch so ein bisschen so was Ähnliches wie Sketche machen bei uns im Studio. Und in einem der ersten hätten wir gerne Steff quasi als Darstellerin. Yeah. Und also du kennst ja Michael Wendler, oder? Yeah. Ja. Und den finden wir, sage ich mal, jetzt alle nicht so gut, sondern wir finden halt, der ist halt ein Arsch, der Arsch der Nation. Und wir haben uns halt überlegt, dass wir, also wir hätten so wie so einen Pappaufsteller und von Michael Wendler von der Rückseite und sein Arsch wäre quasi ausgeschnitten. Und Steff würde quasi ihren Kopf durch den Ausschnitt stecken und sie würde quasi den Arsch von Michael Wendler spielen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
zur Überzeugung, Klaas würde so witzige Fragen stellen, die so in die Richtung so, was ist dein Lieblingsparfum? Und dann würde sie antworten, nee, Coco Chanel. Steph. Ganz ehrlich, das ist nicht Steph. Alles klar. Ich mach mir trotzdem auf. Ja? Dann trotzdem danke erstmal für eure Zeit und ich warte auf eine positive Rückmeldung. Okay. Alles klar. Ja? Tschüss. Oh, du hast jetzt richtig von der Seele geredet. Oh, normalerweise kommt immer ein Redakteur hier rein, setz dich hier hin. Aber wir sind jetzt wirklich in der Champions League angelangt, was Anfragen angeht. Also höher kann man nicht gehen und da kann ich jetzt nicht mehr irgendeinen tapsigen Redakteur daran setzen, sondern da brauche ich jetzt eine Frau, die weiß, wovon sie spricht. Das ist Katha Karg. Und kannst du dich bitte einmal auf den Stuhl das setzen? Kann, ich muss wirklich gleich zwei Mal fahren, weil ich mich so schämen muss. Ich habe richtig heiße Ohren. Nein, weinen muss man nicht. Das ist, will auch keiner sehen. Komm, wir setzen dich einmal rüber. Setz dich bitte einmal da auf den Stuhl. Mein Herz schlägt ganz schnell. Aber. Ich jetzt mal ohne Scheiß. Also, wir rufen jetzt beim Management von Alicia Keys an. Ja. Gonna run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. Das Herzstück des Auftritts wäre ein Spiel, was wir mit ihr spielen. Und das heißt Stinky Socks. Man müsste also an einem Fuß riechen und dann nacheinander an fünf Socken. Und dann müsste man rausfinden, welcher Socken zu dem Fuß passt, an dem man vorher gerochen hat. Okay, kann ich das nicht machen? Also nee, die Option steht nicht auf dem Tisch. Ruf einmal Alicia Keys an und frag sie wegen der Stinkesöckchen. Ruf einmal bitte. Ich bin voll aufgeregt plötzlich. Du sollst ja doch bloß anrufen. Du kennst doch die Leute, das ist ja, doch viel besser. Ja, eben! Hallo, hier ist die Katha. Hier ist die Katha Karg. Ja, hallo. Hi. Ja, jetzt bin ich. Ja, genau. Ich hab dir eigentlich gesagt, dass ein Redakteur anruft. Ja, nun rufst du an. Genau. Ich hab das Spiel jetzt verstanden und jetzt kann ich es dir auch erklären. Okay. Ja, Mensch. Also es ist ein Spiel für die Alicia Keys, ne? Mhm. Und zwar heißt das Spiel Stinky Socks. Und es geht halt einfach darum, dass Alicia erst an so einem Stinkesocken halt riechen muss. Und dann würde sie an fünf verschiedenen Füßen riechen und muss halt dann herausfinden, wem gehört der Stinkesocken. Also voll easy, voll easy. Super einfach ja, zu machen. Okay. Ja, aber ihr werdet das ja nicht per Live-Schalte machen können dann mit den Socken. Für den Amerikaner. Wir würden es wie folgt machen, weil sie wohnt ja in Amerika. Mhm. Und wir würden dann jemanden hinschicken. Einen Amerikaner. Mhm. Einen Amerikaner hinschicken. Der hat alle Socken dabei. Und der hat alle Socken dabei. Und dann... Auch die für uns seine eigenen Füße. Und seine eigenen Füße. Und die eigenen Füße. Und sie soll an den Füßen auch riechen? Ja. Ja. Ich gebe das mal weiter und spreche das mal ganz fix. Okay. Kollegen so meinen. Ich danke dir. Ja, alles klar. Ich melde mich bei dir, du. Bis dann. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh. Kennst du die gut? Natürlich, die kenne ich alle gut. Wir arbeiten seit 12 Jahren miteinander. Ey, jetzt gib mir doch nicht alle dieses Gefühl. Ich probiere doch hier auch nur irgendwie was zu drehen hier. Nee, war aber blöd. War kacke. War doofe Idee. Also komm, wir machen Luft. High five. Klatsch. Bis später. So, Jakob. Na? Ja, also ich habe Ihnen mein iPhone mitgebracht, das ist aus dem 17. Jahrhundert und da wollte ich jetzt ein Händlerkärtchen. Nein. Darum geht es doch gar nicht. Nein, wir haben andere Probleme hier. Ja. Und zwar über die Pressestelle fragen wir jetzt an Kevin Kühnert. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, fordern wir heute von euch keinen revolutionären Akt ein. Der ist Juso-Chef. Ja. Und der ist auch im SPD-Vorstand. Und er steht natürlich auch für den Eintritt der Jugend in die Politik. Mhm. Und deswegen haben wir ein Interview vorbereitet, aber alles in Babysprache. Babysprache kannst du auch mal vormachen, dass man also gut die Steuererhöhung. Ah, es ist hart. Ne, dass man also über Steuererhöhung zum Beispiel redet, aber in so Babysprache, dass das ein bisschen witziger ist. Und er kann zwischendurch, wenn ihm das zu anstrengend ist, darf er auch Bubu machen. Was heißt Bubu machen? Schlafen. Oh nein. Er darf einmal kurz in die Eumelkiste. Bundesbüro und hallo. Guten Tag, Lund ist mein Name von der Florida TV. Für Late Night Berlin rufe ich Sie an. Guten Tag. Und zwar hätte ich da eine Anfrage an den Herrn Kühnert. Ja. Soll ich ihm die direkt vorstellen oder soll ich Ihnen das mal eben skizzieren? Also am besten ja. Ich gebe das dann weiter.
Also die Überlegung ist so ein bisschen, dass man sagt, der Klaas Höfer-Umlauf, das ist ja unser Moderator, würde den Herrn Kühnert in so einer praktisch kindlichen, in Kindersprache interviewen. Und der Herr Kühnert würde auch in Babysprache antworten. Mhm. Und der Herr Höfer-Umlauf würde in Babysprache die Frage stellen, hat du gut geschlafe? Und dann sagt der Herr Kühnert, ja, ich hab gut geschlafe, aber wolle reden über die Steuern, zum Beispiel. Okay, Und der Herr Kühnert dürfte wohl auch Bubu machen, wenn er jetzt ganz müde ist. Dann haben wir da so eine kleine Eumelkiste für ihn aufgebaut. Und da könnte er dann Bubu machen. Okay, Ja. Wie viel Uhr wäre das denn? Kurz vorm Sandmännchen. Also kurz vorm Sandmännchen ist das. Mhm. Okay. Könnten Sie mir das vielleicht trotzdem noch mal knapp zusammengefasst per E-Mail schicken? So machen wir's. Alles klar. Bis dann. Okay. Ciao. Wiederhören. Ja. Wolle gucke, ob klappt. Darf ich da jetzt noch mal anrufen und mich entschuldigen? Nee, das das wäre gut. Das wäre super. Wir haben keine Zeit dafür. Geh mal bitte jetzt weg. Das ist Jan. Wir rufen jetzt mal eine Etage höher an, und zwar bei internationalen Superstars. Gott, nein. Wir rufen jetzt Dua Lipa an, also das Management von Dua Lipa. Don't show up, don't come out. Katar, guck jetzt nicht so, bitte. Guck bitte freundlich, wir sind im Fernsehen. Aber was? Naja, wir wollen die doch weiterhin auch haben halt, ne? Ja, wir wollen sie für das haben. Stell dir vor, sag zu, dann machen wir das nämlich echt. Aber Klassi sagt niemals zu. Und wir machen jetzt alles kaputt. Wir wollen ein Spiel spielen, das heißt Fart or Fake. Oh Gott. Und dann würde man Dua Lipa Geräusche vorspielen, also Farts. Und sie muss dann entscheiden, ob der nur von einem Soundboard kam oder ob der echt gerade gemacht wurde. Wenn sie da gut war, würde ich sie am Ende praktisch noch mal fragen, Dua Lipa, do you have a fart ready? Also sie dürfte auch noch mal selber furzen. So, weißt du? Okay, so. Und soll ich so tun, als wäre ich auch überzeugt von der Idee? Ja, natürlich, das ist deine Idee. Hallo? Hallo, der Jan Horst hier von Florida TV. Hallo Jan. Ich rufe an wegen einer Idee für Late Night Berlin mit Klaas Höfer-Umlauf. Für die Dua Lipa, die wir super finden, die wir gerne in der Show hätten. Ich würde vielleicht mit dem Titel anfangen, es hat einen englischen Titel. Und zwar heißt das Ganze Fart wie der Furz or Fake. Also ja. Also die Idee wäre tatsächlich, wir würden ihr dann ein Geräusch vorspielen und entweder ist es ein echter Furz oder eben vom Band, also von dem Klaas quasi macht das Geräusch. Also die Einschaltquote ist im Moment nicht so schlecht, dass ihr euch solche Ideen ausdenken müsst, oder? Wir hatten das für eine Top-Idee. Also ja, wir finden das schon eigentlich eine ganz gute Idee, waren eigentlich relativ stolz, als wir uns die ausgedacht hatten. Also du meinst, das ist komplett ernst? Ja, tatsächlich. Also wenn sie am Ende, wenn wir durch sind im Spiel, dann könnte sie, wenn sie einen auf Halte hat, könnte sie quasi auch noch einen präsentieren dann. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, diese Furzgeschichte kommt selbst bei einem Late Night Berlin Publikum nicht so gut an. Doch, 100 pro. Okay, schade. Aber viel Erfolg. Wir haben bestimmt mal wieder eine Idee. Alles klar, ich freue mich drauf. Bis dann, Jan. Ich danke dir. Tschüss. Du, da vielleicht lag es auch an der Idee. Denkst du dir was anderes aus einfach nächstes Mal? Ja. Jan, danke schön. Du hast das toll gemacht. Ey. Ja, Leute, so ist das, ne? Bis zum nächsten Mal.